befinde mich hier im Südwesten der Türkei auf Urlaub. Mal ein ganz anderes Video von mir, mal eine ganz andere private Seite von mir, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, aber den einen oder anderen könnte es ja vielleicht tatsächlich interessieren. Hallo Mustafa, Matthias is speaking. Hi. Do you have time for a ride from the hotel to the Zentrum? Okay. How much time? Yeah, it's okay. Take your time. Thank you. See you. Bye bye. Check. Taxi. Hi. How's it going? All good. Yeah. All good. Ich lade euch herzlich ein, in dieses tolle Video in meinen privaten Bereich einzutreten. Und zwar bin ich hier in der Türkei auf Familienurlaub zu viert mit zwei Kindern. Dennis ist jetzt fast 7 Jahre und die Amira ist fast 3. Es ist natürlich entscheidend, toller Ausblick, oder? Es ist natürlich entscheidend, wo fliege ich hin mit zwei Kindern, so dass das Ganze so halbwegs bezahlbar ist. Kurze Vorgeschichte, ich bin natürlich verwöhnt, was Urlaube anbelangt. In meiner Jugend oder in den Anfang der 20er Jahre von mir bin ich natürlich viel alleine gereist, konnte dadurch dementsprechend die Reisen tätigen, auch viel Abenteuerreisen. Ich war in Kanada, ich war viel in den Vereinigten Arabischen Emirate, ich war im Oman, ich habe viel gesehen. Und jetzt ist es natürlich komplett anders. Jetzt bin ich hier mit Familie und zwei Kindern, ich glaube, da ist eine Schlange. Familie und zwei Kinder und muss natürlich schauen, dass das irgendwie kindergerecht ist. Also kann ich da jetzt kein großartiges Abenteuer draus machen, das funktioniert einfach nicht. Und somit googelst du natürlich und schaust und machst und tust. Und ich habe festgestellt, okay, die Türkei bietet sich wirklich, wirklich an. Unabhängig jetzt von irgendwelchen politischen Faktoren oder Einflüssen, also da will ich auch keine Kommentare sehen, das könnt ihr euch denken, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann klickt es weg. Ich mache da jetzt auch keinen Hehl drum, das ist mir auch relativ völlig egal, was da politisch ist. Spielt für mich keine Rolle. Ich sage jetzt einfach mal Trade-off hier, Preis-Leistung, Urlaubsgebiet, was kriege ich fürs Geld, wie schön ist es da. Und ich muss sagen, ich bin wirklich vorweg positiv überrascht, obwohl ich skeptisch an die ganze Sache herangegangen bin. Also es ist wirklich hier, also landschaftlich super. Die Leute wirklich mega freundlich, also nicht als profitfreundlich, sondern freundlich. Also wirklich, ich bin ja ein bisschen so ein Abenteurer und bin dann, wenn Mittagsschlafenszeit war für die Kinder, bin ich mal eben los und wollte so in die Ortschaften rein und wollte ein bisschen was sehen und habe mich einfach einer mit dem Roller mitgenommen. Ne? Also total unkompliziert hat der mich quasi Huckepack getragen an seinem Roller und der wollte nicht einmal Geld haben dafür, also der wollte gar nichts dafür. Und das war eigentlich schon ein Zeichen, dass ich sage, okay, ja, das ist Gastfreundschaft. Also das würdest du bei uns eigentlich nicht erleben. Von dem her war das eine positive Überraschung. So zu den Menschen allgemein, die man so kennenlernt. Natürlich so Hotelanlage und so, klar, sind wir im All-Inclusive-Hotel mit Strand und Pool, das musst du mit Kindern machen, das geht einfach nicht anders. Die wollen baden. Die wollen im Sand sitzen und buddeln quasi Wasser rutschen und das wollen die einfach, das kannst du einfach nicht verhindern. Und ich kann mich noch erinnern, wenn meine Eltern mit mir irgendwelche Abenteuertouren gemacht haben durch sämtliche Länder und ich als 10-Jähriger 10 Stunden wandern musste am Tag, dann war ich definitiv nicht erfreut drüber. Und das kann ich unserer 2-jährigen Tochter noch nicht antun, das geht nicht. Also brauchen wir das, ne? Und das ist okay. Tourismus, na klar, das ist Tourismusgebiet, es hält sich im Grenzen. Ich bin da eher so der Typ, der natürlich sagt, naja, zu viel Deutsche auf einem Fleck und zu viel verschiedene Touristen, das packe ich auch nicht so ganz. Aber ich muss sagen, das funktioniert hier relativ gut und ist vertretbar, ja, absolut. Natürlich, nichtsdestotrotz sind wir trotzdem natürlich darauf aus, ein bisschen so
was zu sehen und auch mal ein Taxi bestellen, auch mal in die Stadt reinfahren und die Leute kennenlernen und mal außerhalb essen vom Hotel und so weiter. Also da kann man schon einiges erleben hier und das ist wirklich zu empfehlen. Ja. Bianca, da vorne eine. Ja. Weil da glaube ich ist nichts. Meinst du, wir noch Sonnencreme brauchen? Nein, ich weiß es nicht. Passt, nehmen wir das gleich. Nein, gehen wir jetzt aber nicht zum Burger King. Ja. Ah, gib dem Dennis schon. Noch etwas an die Arme. Steck ihm aus. Bringt es mir ja nicht ins Kont. Hast du noch mehr Orangensaft? Ja. Frisch gepresst Orangensaft, ey. Der Hammer. Südwesten von der Türkei, das ist hier 60 Kilometer südwestlich von der Stadt Bodrum. Natürlich ein typischer Touristenort. Aber jetzt kommt's, es ist so günstig, also das ist wirklich, wirklich günstig. Wir haben, ich kann es ganz offen sagen, wir haben hier zu viert inklusive Flug 7 Tage von Freitag bis Freitag, das ist der vorletzte Tag, 1.100 Euro bezahlt. Also das ist wirklich günstig. Also wir haben überlegt, ob wir nicht irgendwie Kroatien machen, mit Rijeka verbinden oder sowas, ne, Rennstrecke. Aber selbst da wären wir wahrscheinlich teurer gekommen. Also wir haben es gerechnet, wir wären in Rijeka teurer gekommen als wie in der Türkei. Und Fliegen ist mit den Kindern relativ unkomplizierter. Also 2 Stunden Fliegen ist unkomplizierter als 7 Stunden Autofahren. Von dem her, ja, also wie gesagt, kann man hier auf jeden Fall weiterempfehlen. Zu der ganzen Geschichte, ich bin natürlich lange jetzt nicht im Urlaub gewesen. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen runterzukommen. Ist auch mega schwierig für mich, weil du kennst mich, ich bin immer so ein, ne, Workaholic. Ich muss immer tun, machen, laufen, rennen, Vollgas. Ne? Und jetzt bin ich hier, boah, ich glaube, es sind echt irgendwelche Schlangen hier. Also. Es ist natürlich für mich mega schwierig, da jetzt runterzukommen und wirklich nichts zu tun. So den halben Tag mal morgens am Strand zu liegen. Und na klar, fange ich dann wieder an, die WhatsApps und die E-Mails zu lesen, obwohl ich sie nicht beantworte, prioritätbedingt. Oder je nach Priorität, sage ich jetzt mal. Aber du weißt, was ich meine. Es ist echt schwierig für mich. So als Selbstständiger, du musst natürlich irgendwie mal abschalten, aber du weißt auch, dass wenn jetzt eine gute Anfrage kommt, wo du weißt, du kannst da jetzt Geld verdienen, dann wiegst halt ab, bringt dir das jetzt was oder ist dir das jetzt wert, die Urlaubszeit aufs Spiel zu setzen oder nicht. Ich habe festgestellt für mich so 1-2 Stunden am Tag, bisschen E-Mails, bisschen telefonieren vielleicht auch mal kurz, tut mir ganz gut, eben um nicht so extrem gelangweilt zu sein, ne? Weil natürlich so Badeurlaub langweilt mich natürlich schon auf Dauer. Deswegen machen wir das auch nur 7 Tage, also alles andere, also länger als 7 Tage wäre natürlich mega zu viel gewesen für mich. Aber nichtsdestotrotz wirklich toller Entspannungsurlaub, ein bisschen wieder den Kopf zusammensammeln und natürlich auch wieder neue Ideen bezüglich Videos für euch und einfach so den Horizont wieder ein bisschen erweitern. Und ja, was habe ich da so gemacht? Ich habe viel fotografiert. Ich bin ja so ein Hobbyfotograf, wie ihr wisst, und habe ich mega Spaß dran, einfach so, ja, in den Tag hinein, ohne jetzt gewisse Uhrzeiten im Kopf zu haben, bis auf Abendessen und Mittagessen. Da muss man natürlich immer die Uhrzeiten einhalten. Stresst mich ein bisschen. Aber es kostet halt nichts. Also muss ich's. Wieder so. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es mega schön hier. Und ihr seht, also wirklich tolle Landschaft. Wirklich tolle Landschaft. Und auch alles, was gleich 5 Kilometer weg ist vom Touristengebiet, ist sofort
wirklich Idylle und wirklich nur einheimische Meer und die Leute sind mega freundlich und ich habe sehr viele tolle Sachen gesehen, tolle Leute kennengelernt in kürzester Zeit. Ich bin natürlich auch offen, ne? Also ihr kennt mich ja aus offenen Menschen und genau das kann ich hier ausleben. Also ich bin nicht so der typische Tourist, der den ganzen Tag am Strand liegt und mag ich eigentlich nicht so. Am besten du schreibst mal was du für eine Erfahrung über die Türkei schon gemacht hast. Es könnte ja sein, dass du eventuell Erfahrungen hast und kannst die ja mit uns teilen. Du kannst auch negative Erfahrungen reinschreiben. Also ich habe jetzt nur positive Erfahrungen gemacht, außer vielleicht die laute Musik im Mittagsbereich rum im Pool. Die stört mich als so Oldschool-Typ. Aber ansonsten eigentlich nur positiv und teil das doch mit uns mit, wenn du was weißt. Freue ich mich drauf. Wir haben jetzt noch den heutigen Abend, den morgigen Tag und übermorgen am Freitag geht es wieder nach Hause. Von Bodrum nach München. Und dann habe ich noch Samstag und Sonntag Wochenende und dann starte ich wieder voll durch. Jetzt habe ich quasi insgesamt 2 Wochen frei gehabt. Ich glaube, ich habe schon ein Jahr nicht mehr gehabt. Ne? Also gut, ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Bildern, mit meinen Videos ein bisschen was zeigen von der Umgebung und dich ein bisschen bereichern. Vielleicht hat es dir gefallen. Schreib es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ah, 16 Minuten, schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert hat.